Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Auch wenn ich mich mal wieder mit einer nicht so schönen Meldung zu Wort melden muss. Neuer Artikel ist aufgetaucht. Zusammenhang wird geprüft. 58-jährige Dessauerin stirbt nach AstraZeneca-Impfung. So in Dessau-Roßlau ist eine 58-jährige nach einer AstraZeneca-Impfung verstorben, wie die Pressestelle der Stadt mitteilte. Die Frau ist am 19. März geimpft worden. Ja, und es wird jetzt der Zusammenhang wohl geprüft. Den Artikel dazu werde ich euch natürlich wieder hier drunter verlinken. Also mittlerweile weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, oder frage ich mich echt, wie viele Meldungen in diese Richtung müssen noch kommen. Es ist auffällig, dass Menschen verschiedenster Altersgruppen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung versterben. Nochmal der Appell an die Beteiligten beim Paul-Ehrlich-Institut: Klärt es richtig auf. Obduziert richtig. Wir wollen langsam Gewissheit haben. Und ich glaube, da rede ich nicht nur für meine Kanal-User, da rede ich für viele, viele Menschen hier in diesem Land. Genauso der Appell an die Politik: Nehmt den Druck runter vom Paul-Ehrlich-Institut. Sie sollen offen und ehrlich und frei im Ergebnis ermitteln dürfen. Sollte rauskommen, dass politisch Druck auf das Paul-Ehrlich-Institut und andere wissenschaftliche Institutionen dann ausgeübt wird, um entsprechende Ergebnisse rauszukriegen, wird das mit Sicherheit auch irgendwann ans Licht kommen. So wie auch euer Schreiben von letztem Jahr, euer E-Mail-Verkehr ans Licht gekommen ist, wo gesagt worden ist, macht ein Schreckensszenario, damit wir repressive und sehr stark eingrenzende Maßnahmen durchführen können. Das wird alles ans Licht kommen. Und ich glaube, die Bevölkerung ist mittlerweile an einem Punkt, an dem sie nicht mehr sagt, ja, Rücktritt und gut. Es sind immer mehr Menschen in der Bevölkerung, die ganz klar sagen, da müssen Köpfe rollen. Da müssen die Leute zur Verantwortung gezogen werden. Und vielleicht sollten da langsam auch mal die Mainstream-Medien ein bisschen drauf eingehen, dass das Unwohlsein, dass die Ablehnung in der Bevölkerung immer größer ist. Größer ist als das, was in den Mainstream-Medien berichtet wird. Und auch nochmal ein Appell an dieser Stelle an die Mainstream-Medien: Berichtet richtig. Nicht immer eure Framing-Beiträge. Auch das fällt mittlerweile vielen Menschen auf. In dem Sinne, nochmal auch an dieser Stelle, natürlich berichte ich, spreche ich mein Beileid aus an die Angehörigen und Hinterbliebenen, weil auch nicht jeder weiß, dass sich da jemand impfen lässt. Nicht alle reden darüber, ich lasse mich impfen. Die gehen einfach hin und machen das. Und dann wird auf einmal der Mensch aus dem Leben gerissen. Das mit dem Spritzen, da habe ich heute ein Video rausgeknallt, euch veröffentlicht, was meiner Meinung nach dazu führt, dass sich die Menschen impfen lassen, was da die Hintergründe sind, aus verschiedensten Gründen. Wie gesagt, mein Beileid gilt den Angehörigen, gilt den Hinterbliebenen, gilt den Freunden und der Bekannten dieser Verstorbenen, weil sie eben wahrscheinlich auch keinen Einfluss auf sie hatten, um zu sagen, nee, lass das lieber mal sein, guck mal, was wir hier für Meldungen haben und ähnliches. An dieser Stelle nochmal die Bitte, wenn jemand von euch entsprechende Artikel zu BioNTech findet, die aktueller sind als die aus den Altenheimen, wäre es lieb, wenn ihr die auch mal irgendwie unter den Videos verlinken könnt, weil ich finde im Moment nicht wirklich viel zu BioNTech. In dem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch trotz allem noch einen schönen Abend und bis zum nächsten, euer Mike.